Bevor das Video losgeht, denk doch bitte daran, auf den Like-Button zu drücken und einen Kommentar dazulassen. Und wenn du neu dabei bist, abonnieren und Glocke rein, dann verpasst du auch keine neuen Videos. Viel Spaß! Bevor ich auf das rote Scheibentelefon stieß, war die Welt eigentlich nur ein seltsames, fremdes Ding, das sich jeden Tag außerhalb meiner Existenz abspielte. Alle anderen standen in aller Herrgottsfrühe auf, erledigten ihre Routinen und gingen hinaus in die Welt, bereit Kontakte zu knüpfen und erfolgreich zu sein. Ich nicht. Ich hasste die bloße Vorstellung solch einer Routine. Es klang einfach fürchterlich, die meiste seiner Zeit im wachen Zustand in irgendeinem Job zu schuften. Also tat ich nach meinem Abschluss alles, was in meiner Macht stand, um als Freiberufler im Internet arbeiten zu können. Es gelang mir, eine kleine Existenz in einer winzigen, heruntergekommenen Wohnung zu schaffen, um mich so von jeglichen Routinen zu befreien. Kein Pendeln, kein Wecker, kein Zähneputzen, es sei denn, meine Zähne fühlten sich etwas pelzig an. Ich konnte mir jede beliebige Sendung online ansehen, wann immer ich wollte und konnte jedes Spiel spielen, das mir gefiel, stundenlang. Und das Beste war, ich konnte schlafen. Richtig schlafen. Niemand sonst in der modernen Welt bekam so viel Schlaf wie ich. Die meisten müssen eh schon ihre knappe Freizeit beschneiden und früh ins Bett gehen, damit sie am nächsten Morgen trotzdem müde aufwachen, weil der Wecker sie schon anschrie. Aber mir ging es nicht so. Mein Gehirn wusste, dass es keine geplanten Unterbrechungen geben würde und so versank ich jede Nacht in eine Welt der Träume, die mit jedem Monat länger und überzeugender wurde. Ich gebe zu, dass ich ein wenig in eine Spirale geriet. Ich konnte es spüren. Ich ging nicht mehr aus, sprach nicht mehr mit Freunden, aber wozu auch die Mühe? Ich lebte wochenlang jede Nacht in meinen Träumen und wenn ich dann am späten Nachmittag oder frühen Abend aufwachte, hatte ich manchmal Schwierigkeiten, mich daran zu erinnern, wer meine Freunde überhaupt waren. Es fiel mir erst wieder ein, als ich online mit ihnen sprach und meine Erinnerungen sich auffrischten. Je länger ich in diesen anderen Reichen verbrachte, desto mehr Kontrolle lernte ich und meine Klarheit konzentrierte sich fast ausschließlich darauf, herauszufinden, wie man flog. Das Lustigste war, als ich es tatsächlich für ein paar Sekunden schaffte, war das Einzige, was ich machen wollte, es den Leuten um mich herum zu zeigen. Den Traummenschen. Keine wirklichen Leute. Was spielte es auch für eine Rolle, ob es sie interessierte? Sie waren nicht echt. Außerdem zeigten sie mir überall die kalte Schulter. Sie reagierten auf meine Levitation so, wie eine wache Person auf ein vorbeifahrendes Auto reagiert. Ich meine, ein Auto kann vielleicht einen mittelalterlichen Bauern schockieren und erstaunen, aber mich zum Beispiel jetzt nicht. Und genau so reagierten die Traummenschen, wenn ich versuchte, sie mit meinem Fliegen zu beeindrucken. Mit der Zeit brachte jedenfalls diese passive Zurückweisung eine gewisse Bitterkeit in meiner Psyche zum Vorschein. Fliegen war etwas, wovon die gesamte Menschheit seit Jahrtausenden geträumt hatte und ich stand kurz davor, es zu meistern. Aber keiner der hohlen Menschen, die meine Traumwelt bevölkerten, scherte sich darum. Anstatt jede Nacht normal zu träumen, begann ich stattdessen Albträume zu bekommen. Die Geometrien in meinen nächtlichen Träumen zerfielen. Geordnete Städte wurden zu Gassenlabyrinthen, aus offenen Hügeln wurden steile Schluchten und die rar gesäten Menschen, denen ich begegnete, weckten ein recht großes Misstrauen in mir. Sie sahen oft zerzaust, hungrig und irgendwie traumatisiert aus. Glücklicherweise hielten sie sich von mir und sich voneinander fern und schlossen sich nur zusammen, wenn die Gestalten der unendlichen Nacht in diesem Land ohne Sonne auftauchten. Es war während einer dieser endlosen Schreckensläufe, als ich auf das rote Scheibentelefon stieß. Ein alter Mann und ich waren in einer Schlucht gefangen, die allmählich zu eng wurde, um ihr weiter zu folgen, während ein schillernder Strudel unsichtbarer Arme und Beine in unsere Richtung trieb. Meine amateurhaften Flugkünste hätten mich nicht von so etwas Riesigem weggebracht. Aber in diesem Moment sah ich es. Das Telefon war in das raue Gestein der Schlucht eingelassen, als hätte jemand eine kleine Nische gemeißelt, um es dort einzulassen. Auf eine ganz neue Art ängstlich griff ich hinein, hob den Hörer ab und hielt ihn an mein Ohr. Das Gefühl, das von diesem Telefon ausging, lässt sich nur so beschreiben. Es war eine große, kalte, stille Leere.
Es fühlte sich an, als hätte ich eine Lücke in den Wänden des Gefängnisses meines eigenen Bewusstseins gefunden. Ich drückte den Hörer fest gegen mein Ohr, um die grenzenlose Luft dahinter zu hören. Ein subtiles Rauschen bewegte sich im Wind. Aber das Knistern verwandelte sich in eine Art Atmen. Jemand hörte zu. Zum ersten Mal in meinem Leben spürte ich die Anwesenheit eines anderen, bewussten Geistes in meinem Traum. Der griesgrimmige alte Mann, der hinter mir wimmerte und sich zusammenkauerte, als diese Gestalt näher kam, war nicht real. Aber das war es. Ich habe nichts gesagt. Ein erdrückendes Gefühl der Angst hielt mich davon ab, laut zu denken. Dennoch wusste ich, dass er wartete. Ich konnte es spüren. Ich wählte eine Nummer, die 4. Die kreisende Bewegung der Drehscheibe hörte nicht auf, als ich losließ. Sie drehte sich weiter rückwärts, beschleunigte sich, dehnte sich aus und wurde zu einem Strudel aus Karmesin statt Dunkelheit. Die Abscheulichkeit, die in der Schlucht auf uns zukam, rückte in weite Ferne, während sich die Traumwelt zu einem lang, langgezogenen Tunnel verdichtete, der sich mit erschreckender Geschwindigkeit zusammenzog. Dann, wie von einem Schlag in den Magen, wachte ich auf und setzte mich im Bett aufrecht. Mein latentes Schwindelgefühl verflog, als ich auf das bernsteinfarbene Quadrat an der Wand starrte. Die Abendsonne schien durch mein Fenster. Das war doch nicht wirklich passiert, oder? Es war alles Teil meines Traumes gewesen. Es wäre lächerlich zu glauben, dass ich tatsächlich mit einer Art Wesen außerhalb meines eigenen Geistes verbunden war und das mich geweckt hatte, weil ich die 4 auf einem Telefon mit Drehscheibe gewählt hatte. Ich verschwendete jedoch keine Gedanken an den alten Mann, den ich allein hatte sterben lassen. Er war schließlich nicht real. Als ich aufstand, Kaffee kochte und mich an meinen Computer setzte, stellte ich fest, dass ich mich an die Träume der Nacht so detailliert erinnern konnte, als wären sie wirklich passiert. Die visuellen und emotionalen Empfindungen waren alle verblüffend lebendig und ich konnte mich an die Angst und die Einsamkeit als mehr als nur vage Gefühle erinnern. Als ich so dasaß und darüber nachdachte, wurde mir klar, dass die 4, die ich gewählt hatte, mich nicht nur geweckt hatte. Sie hatte mir auch erlaubt, meine Traumerinnerung zu behalten. Das bedeutete, dass das rote Telefon nicht nur ein Hirngespinst gewesen war. Als ich versuchte, die Tatsache zu verarbeiten, dass ich tatsächlich auf etwas gestoßen war, das größer als wir zu sein schien, erhob ich mich unruhig. Diese dunklen und zerklüfteten Länder fühlten sich viel zu real an, als dass ich mich bei dem Gedanken wohlfühlte. Normalerweise diente der Nebel der Träume als eine Art emotionaler Panzer, aber jetzt sah ich die Bedrohung in jeder schattigen Ecke meines Zimmers. Ich musste gehen, musste raus. Zum Glück verkaufte die örtliche Tankstelle rund um die Uhr Softdrinks, also ging ich wie so oft dorthin. Ja, das war ein banales Ziel, durch das ich mich besser fühlen würde. Es war meine Routine. Zuerst spähte ich durch mein Fenster, um mich zu vergewissern, dass mein Nachbar Rick nicht draußen war. Ich begegnete ihm oft nachts und mit anderen Leuten zu reden war das Letzte, was ich zu solch später Stunde tun wollte. Als ich vorsichtig aus der Haustür trat, aus der mittleren in einer langen Reihe ähnlicher Türen in ähnlichen Stadthäusern, hatte ich das seltsame Gefühl, dass ich meinem Albtraum noch nicht ganz entkommen war. Ein schmales Band von tiefem Purpur am Horizont zu meiner Rechten versprach, dass das Licht, das ich noch hatte, bald verblassen würde. Ich atmete tief ein, um mich zu vergewissern, dass nicht gleich eine Gestalt mit Tentakeln über den Dächern hinter mir auftauchen würde. Also stand ich da und starrte nach oben. Es war doch unmöglich, dass tatsächlich etwas auftauchen würde, oder? Mein Herz begann schmerzhaft in meinen Brustkorb zu schlagen. Die offene, wolkenverhangene Dunkelheit schien voller Bedrohung zu sein. Die labyrinthähnliche Straße um mich herum, flankiert von hohen und schmalen Gebäuden, erinnerte mich sehr an die zerrütteten Canyons. War da ein Geräusch im Wind? Ein Flüstern? Die Tür zu meiner Linken öffnete sich abrupt. Rick trat heraus, sehr zu meiner gleichzeitigen Erleichterung und Verärgerung. Er kam mit einem breiten Lächeln zu mir gelaufen. »Hey Kumpel, gehen wir beide wieder zur Tankstelle?« fragte er. Das Timing von diesem Kerl war der Wahnsinn. Ich verbarg meine Frustration, aber nur knapp. »Sieht so aus. Cool. Zockst du heute Abend irgendwelche interessanten Games? Ich zocke auch gerade ein neues. Kann ich genug davon bekommen?« Sollte es nicht eigentlich unhöflich sein, mit Fremden zu reden? Ich hatte nie einen Weg gefunden, Rick dazu zu bringen, nicht mehr mit mir zu reden, also gab ich nur vage, allgemeine Antworten, während wir liefen.
Wenn ich in der Lage gewesen wäre, auf etwas anderes zu achten als auf sein ständiges Geschwätz, hätte ich die Bewegung vielleicht früher bemerkt. Ein Schatten fiel über uns, gerade als der letzte Schimmer von Lila am Horizont verschwand. Eine riesige graue Hand schloss sich um einen nahegelegenen Schornstein und zog das ätherische Gewicht von etwas hinterher. Sie begann sich den Weg nach unten über die Dachschräge zu bahnen. Dahinter krallte sich ein Tentakel mit krakenartigen Saugnäpfen an der Seite eines Stadthauses fest und zog sich voran. Es schien sich wie in diese Welt hineinzukrallen. Rick bemerkte meinen Gesichtsausdruck, drehte sich um und starrte mich an. Ausnahmsweise hörte er auf zu reden. Ich schubste ihn und er nahm das Stichwort an. Wir rannten los. Die Straßen und Gassen unserer Stadt erstrahlten in wechselnden Lichtern, aber die Dunkelheit löschte sie immer wieder aus, bevor wir uns in Sicherheit bringen konnten. Neonschilder flackerten auf und blaue Straßenlaternen wurden schwächer. Rick zückte sein Handy, um uns den Weg zu leuchten, aber wir sahen nicht viel. Wir flohen eine mit Müll gefüllte Gasse hinunter, nur knapp vor den greifenden Gliedmaßen über uns. Dann drängten wir uns in einen Teil zwischen zwei Gebäuden, der so eng war, dass die Ziegel auf beiden Seiten an uns rieben, während wir uns hineinzwängten. Rick kam nach der Hälfte des Weges nicht mehr weiter und der schraubstockartige Griff der Wände hielt ihn nun fest. Bis zu diesem Punkt hatte meine Panik nicht wirklich eingesetzt. Solange das Labyrinth einen anderen Weg bot, hatte das Tier in mir all seine Hoffnung in die Flucht gesetzt. Jetzt aber waren wir in die Enge getrieben. Ich schaute an Rick vorbei auf die gedankenlosen grauen Finger, die versuchten, sich von oben entlang der Kanten hineinzudrängen. Dann drehte ich den Kopf in die andere Richtung, um meine Fluchtmöglichkeit zu überprüfen. Ich konnte es schaffen. Ich konnte die andere Seite erreichen und mich ins Freie quetschen. Ich konnte entkommen. Genau wie bei dem alten Mann, den ich in meinen Albtraum zurückgelassen hatte, konnte ich mich auf Kosten eines anderen retten. Aber dieser alte Mann war nicht real gewesen. Er hatte keine Bedeutung für mich gehabt. Ich mochte Rick nicht einmal. Richtig. Warum sollte mich das stören? Und ich habe es getan. Ich traf die Entscheidung, wegzulaufen, mit meinem Herzen. Ich konnte die Panik nicht ertragen und ich wusste, dass Rick dort allein in der Nacht auf schreckliche Weise sterben würde. Ich wollte lieber leben, als vergeblich zu versuchen, ihn zu retten. Direkt vor meinem Gesicht war in die Backsteinwand ein rotes Scheibentelefon eingelassen. Das konnte nicht hier sein. Das war nicht möglich. Mit Tränen in den Augen flehte Rick mich an, etwas zu tun. Oben schoben sich graue Tentakel an seinen Händen und Fingern vorbei und kam immer näher. Ich habe ihm nicht geholfen. Das war nicht echt, oder? Das musste die Existenz dieses roten Scheibentelefons bedeuten. Ich streckte die Hand aus und nahm den Hörer ab. Diese riesige Unendlichkeit aus kaum hörbarem Rauschen wartete auf mich. Ich wählte wieder die vier. Diesmal war ich jedoch auf den purpurnen Wirbel, das Rauschen und den Schlag in die Magengrube vorbereitet. Ich war draußen. Ich war in Sicherheit. Das Erste, was mir auffiel, war, dass ich übergewichtig war. Mein Haar war braun, strähnig und lang. Die Haut an meinen Händen und Armen war trocken. Ich war älter, aber nicht nennenswert. Was zum Teufel? Langsam auf Muskeln stehend, die vielleicht 10 oder 20 Jahre älter waren als die, die ich kannte, fand ich mich in einer Küche wieder. Am Kühlschrank hingen Bilder von einer Postangestellten um die 40, die mich vage an mein jetziges Ich erinnerte. Ich taumelte nach draußen in die blendende Sonne und schaute mich in der Nachbarschaft um. An der Kreuzung stand ein brennendes Auto. Der Fahrer war nun rein leicht mit Asche bedecktes Skelett. Im nächstgelegenen Hof lagen zwei Kinder, beide in der Nähe eines Fußballs. Ich humpelte hinüber und sah, sie schliefen. Ihre Mutter döste ebenfalls auf der Veranda. Durch das beschlagene Küchenfenster sah ich, dass ihr Vater mit dem Gesicht voran in einen Topf mit kochendem Wasser auf dem Herd gefallen war. Da ich nun wusste, wonach ich Ausschau halten musste, entdeckte ich viele weitere schlafende Nachbarn und Fremde. Einige in ihren Autos, andere auf dem Bürgersteig. Es schlief sogar ein Kind auf einem Dreirad in der Einfahrt. Auch sah ich eine verschüttete Limonade, die noch nicht verdunstet war. Alle Menschen auf der Welt schienen eingeschlafen, und das wohl erst seit kurzem. Neblige Erinnerungen versuchten mich durch den schwindenden Schleier des Erwachens zu erreichen. Mein Körper wusste, was mit der Welt geschah. Ich spürte die Anziehungskraft in unserem Geist. Es war ein Netzwerk. Handys, das Internet, das Stromnetz, unsere eigenen Träume. Wir waren sogar gewarnt worden, dass das Gehirn sich irgendwann bilden würde, aber was konnten wir schon dagegen tun? Aufhören zu denken. Und doch war ich ihm entkommen.
Ich hatte mich so sehr von anderen Menschen abgegrenzt, dass es mir tatsächlich gelungen war, mich aus dem Netz der Gedanken zu befreien. Ich konnte hierbleiben. Ich war jetzt sicher vor der Gestalt und vor jedem anderen Albtraum. Sogar noch besser. Ich war hier vor anderen Menschen sicher. Der gesamte Rest der Menschheit schlief und es gab nur mich. Ich saß auf den Stufen zu meinem Haus und betrachtete untätig das Kind, das über den Lenker seines Dreirads gebeugt lag. Wenn ich hierbleibe, müsste ich ihnen allen beim Sterben zusehen. Theoretisch könnte ich ein paar von ihnen dazu bringen, zu trinken und zu essen, aber in ein paar Tagen wäre diese Welt voller Leichen. Ich hatte einen alten Mann in einer albtraumhaften Schlucht sterben lassen und hatte dasselbe mit Rick in einer engen Gasse getan. Ich könnte wahrscheinlich sogar das Kind dort lieber sterben lassen. Das würde so oder so passieren. Aber wenn ich mich den Schläfern anschloss, würde ich die Zeit mit der gleichen Geschwindigkeit erleben wie sie. Ich hatte mein ganzes neues Leben in den Sekunden gelebt, seit alle eingeschlafen waren. Was bedeutete, dass wir alle noch unzählige Jahre zusammen haben würden, bevor wir verhungerten oder an den Folgen der Kälte starben. Die reale Welt war schließlich viel vorübergehender als der Traum, den wir gemeinsam geschmiedet hatten. Dennoch wäre ich fast geblieben. Es war nur ein einziger Gedanke, der die Waage zum Kippen brachte. Ich hatte Rick nie aus dem Weg gehen können, so sehr ich es auch versuchte. Wo immer ich hinging, er war da, bedürftig, gesprächig und unermüdlich positiv. Als ich da saß und das schlafende Kind beobachtete, verstand ich. Ich ging zurück ins Haus, legte mich ins Bett und schloss die Augen. Das Einschlafen fühlte sich an, als würde ich in eine Lache aus warmem, schwarzem Öl eintauchen. Ich tauchte hinab und hielt den Atem an. Ich kämpfte gegen den Schrecken der Tiefe an, um immer weiter hineinzuschwimmen, bis ich wieder in der Gasse neben Rick auftauchte. Das rote Telefon war verschwunden und ich war wieder ich selbst. Schlimmer noch, die grauen Tentakel waren kurz davor, uns zu erreichen. Es gab einen Ausweg, den ich vorher nie in Betracht gezogen hatte. Zum ersten Mal seit Jahren rief ich absichtlich andere Menschen herbei. Hilfe, schrie ich. Ich drehte meinen Kopf und rief noch lauter. Helft uns! Warum hatte ich immer versucht, allein zu fliehen? Es erschien mir nun töricht, jetzt wo ich es als das erkannte, was es war. Helft uns doch bitte, schrie ich erneut. Ein Hund fing an zu bellen. Unten in der Gasse sah ich, wie in einem Fenster ein Licht anging. Auch Rick fing an zu schreien. Ein Mann tauchte am Ende der Straße auf und schaute schockiert in unsere Richtung. Was zum Teufel ist das? Rief er. Er zückte sein Handy und richtete es auf uns, um die Gestalt zu filmen, aber es war das Licht, das es verlangsamte. Ich rief, dein Licht, mach es heller! Während er das machte, winkte er andere Menschen herbei. In kürzester Zeit tauchten mehrere Leute auf und leuchteten mit Taschenlampen und Handys auf die Gestalt, die daraufhin mit einem leisen Knurren und einem schmerzhaften Rückzug reagierte. Es war nicht tot, bei weitem nicht, aber die Sirenen in der Ferne bedeuteten, dass die Zivilisation von hier an übernehmen würde. Wir bahnten uns einen Weg aus der Gasse, weg von der versammelten Menge, bis wir wieder draußen waren. Das war verrückt, Mann, keuchte Rick. Ich hätte nicht gedacht, dass du wegen mir zurückkommst. Zurückkommen? Ich suchte die Gasse hinter uns ab, sah aber keine Spur von der Nische mit dem roten Scheibentelefon. Du hast gemerkt, dass ich weg war. Wo war ich denn hin? Er blinzelte ein paar Mal. Verwirrung verdüsterte seine Züge. Ich weiß es eigentlich nicht. Ich habe nur für den Bruchteil einer Sekunde gespürt, dass du weg bist. Und ich habe mich erschrocken. Ich nickte. Es ist okay. Ich bin jetzt wieder da. Ich war mir ziemlich sicher, dass Rick tatsächlich auf einem Dreirad in unserer Einfahrt schlief. Ich war mir auch zum ersten Mal in diesem Leben sicher, dass diese Person neben mir wirklich real war. Lass uns nach Hause gehen. Du solltest mir mehr über das Spiel erzählen, das du gerade spielst. Wirklich? Wahnsinn! Also, es ist so. Er fuhr mit seinem aufgeregten Geplapper fort, während wir weiterliefen. Ich hörte aufmerksam zu, während ich die Straßen um uns herum beobachtete. Als Reaktion auf die im Himmel schwebende Form erwachte die Stadt zu Leben. Kinder schrien, Menschen warfen ihr Hab und Gut in ihre Fahrzeuge, um zu flüchten, während andere in die Stadt hineinfuhren, um es sich anzusehen. Ein alter Mann saß auf einer Bank auf der anderen Straßenseite und schien keine Angst zu haben. Ich konnte mir zwar nicht sicher sein, ob die Luft, die ich atmete, echt war, aber die Menschen, sie waren tatsächlich hier.
Ich schreibe dies und du liest es. Du und ich sind real. Ich verbinde mich mit dir über weite Entfernung und übertrage mit diesen Worten Ideen direkt in deine Gedanken. Ich habe mich jahrelang gegen diese Verbindung gewehrt, habe versucht, mich verbittert abzugrenzen, aber so geht es nicht mehr. Wir sind schließlich alle Neuronen.